Okay, Bent Ole Jensen ist bei mir heute glücklich. Wir haben uns vor der Saison unterhalten. Jetzt auch wieder Start der Rückrunde ist gelungen heute. Wie hast du den Sieg gesehen heute? Ja, war zu erwarten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir haben im Hinspiel auch gegen Elding verloren, von daher hatten wir dann noch was gut zu machen. Ja. Da haben wir auch in den ersten Minuten das Tor bekommen und dann 20 Minuten auf ein, also in den ersten 20 Minuten das Tor bekommen und dann nur auf ein Tor gespielt. Aber da wollte das Ding nicht rein. Bisschen Chancenwucher. Heute war es ein klein bisschen ausgeglichener am Hinspiel, aber wir sind anscheinend ein bisschen reifer geworden, weil wir haben es 2-0 über die Bühne bekommen. Es gab mal so eine kurze Sturm- und Drangphase von Elding nach der Halbzeit. Wo es aber auch viel durch hohe und lange Bälle und Körperlichkeit ging. Das ist bei Elding aber auch so der Fall. Die haben wir überstanden und dann haben wir das 2-0 klar gemacht und letztendlich über 90 Minuten für mich auch ganz klar verdient. Ja, genau. In der ersten Halbzeit einige Durchbrüche über links und da hat es immer irgendwie nicht gepasst. Ne? Ja. Flanken kamen rein, aber keiner war da. Zweiter Pfosten, ich habe das so oft gesagt, wir haben den zweiten Pfosten nicht besetzt. Was man beim Futsalspiel eigentlich kennt, da muss der zweite Pfosten besetzt sein. Heute, ich sag mal, dreimal, dass da niemand steht und der Ball einfach nur durchläuft. Daran werden wir auf jeden Fall ein bisschen arbeiten, denke ich. Ja, genau. Was sagst du zum 1-0? Da kann ja keiner von mir erwarten, dass ich da die Kamera raufhalte. Nee, vor allem auch in der 45. Minute hat sich dann auch schon angebahnt, so ist nicht. Aber wir sagen das, Justin ist einer unserer Jüngeren. Wir sagen ihm, ruhig mal aus der zweiten Reihe, wenn du Platz hast. Die anderen müssen es kommunizieren, wenn er Platz hat, damit er Bescheid weiß. Naja, dann macht er super, flach, hat gerade geregnet auf dem Kunstrasen hier unten rein. Also hat er gut gemacht. Ja, wie siehst du die Ligen? Also ist schon alles klar in der Bezirksliga? Wie siehst du oben rum Aufstieg, Schneverding? Ja, also ich glaube, Schneverding hat schon gut Punkte geholt. Natürlich hat man vielleicht noch Meckefeld, die da noch ein bisschen rankommen können. Müssen wir mal gucken. Ja. Warten wir mal die Ergebnisse ab. Aber grundsätzlich würde ich Felix und dem Team das schon gönnen. Das ist auch eine sehr gute Truppe. Hätten es letztes Jahr, glaube ich, auch schon verdient. Unten hast du natürlich drei Mannschaften, die jetzt erstmal ein bisschen arbeiten müssen. Aber die Tabelle ist so eng. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier heute verloren hätten, Elding gewonnen hätte, dann hätte es schon wieder ganz anders ausgesehen. Weil wir als Fünfter so nah dran sind an den Jungs unten. Von daher, vor allem der Relegationsplatz, glaube ich, der wird hart umkämpft. Und da bin ich gespannt. Wir freuen uns, dass wir jetzt gepunktet haben, wollen unsere eigenen Ziele weitermachen. Hätten in der Hinrunde ganz sicher auch schon ein bisschen mehr punkten können. Ja, aber holen das jetzt nach, hoffentlich. Und Kreisliga ist ja auch eng in Harburg. Kann ich mir eine Immobilie kaufen? Kann ich sie mir leisten? Und wie lange ist die Belastung fixiert? Genau diese Fragen beantworten wir mit dem Finanzierungsrechner auf unserer Webseite, wie hoch die Belastung ist, wie lange man sich das festschreiben kann. Und wenn das passt, dann gibt es eine zweite Beratung hier bei uns im Landkreis Harburg, denn es gilt, die beste Bank zu finden. Also da ist ja, glaube ich, vorne Holwede, Heidenau spielt mit, Winsen ist dabei, Este auch noch, genau. Hast du einen Tipp? Also ich habe Este vor der Saison gesehen, habe gedacht, die gehen auf jeden Fall hoch, aber kann man nicht wissen, die haben auch ihren Stürmer da verloren, der ja auch richtig, richtig gut ist. Ja, ich gucke auch ein bisschen mehr auf unsere zweite, muss ich sagen, eher gegen den Abstieg, weil da drücken wir natürlich immer noch die Daumen und gucken mal, dass das irgendwie klappt, aber ich würde sagen, wahrscheinlich Heidenau würde ich. Wenn ich jetzt mich festlegen müsste, dann würde ich Heidenau sagen. Okay. Und ganz großer Fußball, Bundesliga, ist das schon klar? Leverkusen, machen die das? Ja, hätte Bayern jetzt gestern verloren, hätte ich ja gesagt. Ja. Ich würde es mir auch mal wünschen. Und ich finde, die spielen auch einen sehr guten Fußball, genau wie Pauli in der zweiten Liga auch. Mhm. Deswegen freut mich, dass die auch ganz oben stehen. Aber ich glaube noch nicht, dass es durch ist. Also Bayern, das haben wir schon so oft gesagt. Ich erinnere da an letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass es schon durch ist. Also ist noch nicht durch. Und vielleicht zweite Liga, wer steigt auf? Ich als Kieler Jung hoffe natürlich auf Holstein Kiel. Okay. Und ich würde mich auch für St. Pauli freuen, die spielen guten Ball. Aber natürlich ist man auch HSV-Sympathisant, wenn man von hier kommt. Ja. Also von daher, ich freue mich für alle Nordclubs. Das würde ich mir freuen. Und für deinen Club, für deine Farben, alles Gute. Dankeschön, vielen lieben Dank.